Ja, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend am 30. April 2013. Manche nennen das Walpurgisnacht, andere sagen Beltane oder Beltane, ein altes keltisches Fest, das sich ja einer langen Tradition erfreut. Passend zu heute ist das Thema, denn es geht um die Erde. An Beltane geht es ja um die Frühjahrsaussaat und um das Gelingen der Ernte. Darum wird gebetet und meditiert. Ja, wir haben heute das Thema Geoengineering. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Kann mir jemand mal einen kleinen Tipp geben, nochmal kurz Bescheid geben, ob ihr was hören könnt oder mich sehen könnt? Wäre super, würde ich mich freuen. Ich sehe, dass die Frisur okay ist heute. Danke, Jeet. Okay, ihr könnt mich sehen und hören. Wunderbar. Ihr habt vorher schon wenn ihr vorher dran wart, ein paar Minuten, dann habt ihr gesehen, was ich euch nochmal zeige, dieses Logo hier oder diese Webseite, Planetare Bewegung für Mutter Erde, spielt heute eine große Rolle insofern, dass eine der Gründerinnen dieser Bewegung, das ist ein Verein, ein eingetragener Verein, dass diese Frau, Professor Dr. Claudia von Werlhof, einen Bericht verfasst hat. Danke für die Grüße aus Pisa. Gebe ich zurück nach Pisa, Jeet. Freue mich, dass du trotzdem dabei bist. Frau Professor Dr. Claudia von Werlhof hat einen Bericht geschrieben über ein Treffen, das zum Thema Geoengineering oder Geoengineering stattfand. Und zwar am 8. und 9. April in Brüssel im Europaparlament. Was ist das Geoengineering? In Frau Dr. von Werlhofs Worten bedeutet Geoengineering etwas mit der Atmosphäre machen, dem Blau des Planeten Erde. Ja, was macht man damit? Einige mögen oder viele mögen das Stichwort Chemtrails schon mal gehört haben. Ich habe auch einige Links heute schon vorab gepostet, damit ich dann nachher nicht wieder in Schwierigkeiten komme. Ich komme aber nachher auf diese Links noch genau zurück. Geoengineering, da geht es bei dieser Konferenz am 8. und 9. April im Europaparlament, ging es um, wie es im Motto hieß, mehr als Theorien zur Wetterveränderung. Es ging darum, dass die Zivilgesellschaft sich gegen Geoengineering aussprechen sollte und dagegen stellen sollte. Warum? Dieser Bericht, der mir vorliegt, der im Moment leider noch keine große Verbreitung gefunden hat, aber ich hoffe, dass das sich in der Zukunft ändern wird. Dieser Bericht ist mehr als brisant. Es trafen sich 48 Aktivistinnen und Aktivisten von Zypern bis Schweden, von der Ukraine bis Belgien zu einer Veranstaltung, um zuerst mal dem Europaparlament und den Parlamentariern deutlich zu machen, worum es eigentlich geht bei Geoengineering. Es sollte zwar den Politikern klar sein, aber denen sollte ja einiges klar sein. Unter anderem ist ihnen Geoengineering kein Begriff. Entschuldigung. Ja, der Bericht von Frau Professor Dr. von Werlhof, den werde ich jetzt zum Teil vorlesen, zum Teil werde ich was dazu sagen, denn er ist einige Seiten lang und deswegen nicht auswendig in allen Einzelheiten zu memorisieren. Insofern fange ich einfach mal an. Frau Werlhof schreibt: Am 8.4. abends sahen wir den Film von Michael Murphy aus den USA, der auch selbst anwesend war übrigens. Why in the world are they spraying? Den gebe ich jetzt gleich mal hier mit auf den Schirm in einem kleinen Mix. Das ist der Film. Dazu seht ihr auch den Link, den YouTube-Link an zweiter Linkstelle. Der erste Link, da geht es um die Homepage der Planetaren Bewegung für Mutter Erde. Michael Murphy hat diesen Film gemacht. Warum in aller Welt sind sie am Sprühen? So hat es Werner Altnickel, auf dessen Seite ich später auch noch komme, übersetzt. Man könnte auch sagen, warum sprühen sie? Und das ist eine gute Frage. Es wurde also dieser Film angesehen im Europaparlament am 8. April abends mit anschließender Diskussion.
Ein zweiter Film von Michael Murphy unter dem Titel What in the World Are They Spraying ist auch bereits fertig. Das heißt, was wird denn da überhaupt versprüht? Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, auf die Frau Dr. Werlhof jetzt hier in dem Bericht eingeht. Es geht in dem Film um Ozonzerstörung, Baumsterben und die totale Veränderung des Bodens nach 5 bis 6 Jahren Besprühung, um die globale Verfinsterung und Blockade des Sonnenlichts. Damit soll die Situation nach einem großen Vulkanausbruch simuliert werden. Es geht um Folgen wie Alzheimer, Autismus, Asthma, Allergien und das bei rund 20 Millionen Tonnen Aluminium in der Atmosphäre. 20 Millionen Tonnen Aluminium befinden sich in der Atmosphäre. Zu Aluminium muss man noch sagen, dass es ein Stoff ist, für den ungeheure Mengen von Regenwäldern abgeholzt werden, aber das nur am Rande. Geoengineering heißt, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, etwas mit der Atmosphäre machen, mit dem Blau des Planeten Erde. Es handelt sich nach dem Bericht von Frau Professor Werlhof um Wettermodifikation, zu der auch ein Patent für Eis gehört, das aus Chemtrails kommen kann. Die Chemtrails sind diese Streifen am Himmel, die fast jeder schon mal gesehen hat, die etwa aussehen wie Kondensstreifen, die sich aber unglaublich lange halten in der Atmosphäre und sich langsam immer weiter verbreiten, die also unglaublich groß werden und dann eine Schicht bilden, die das Sonnenlicht abhalten soll oder die Sonnenstrahlen abhalten soll. Zum Thema Chemtrails wird auf das Thema Chemtrails wird noch weiter eingegangen im Laufe des Berichts. Es geht weiter. Vor allem die Nahrungsmittelproduktion, schreibt Frau Professor von Werlhof, werde fremdbestimmt. HAARP arbeite unter anderem mit Chemtrails. HAARP ist auch ein Stichwort, das sicher schon mal gehört wurde. Es geht aber um eine Anlage. Moment, also es war früher mal eine Anlage in Alaska. Mittlerweile gibt es diese HAARP-Anlagen auf der ganzen Welt. Und HAARP macht unter anderem Experimente mit elektromagnetischen Waffen und mit der Aufheizung der Ionosphäre. Warum? Darauf kommen wir auch gleich noch im Verlauf des Berichts. HAARP arbeitet unter anderem mit Chemtrails. Das heißt, die Verbindung HAARP und Chemtrails ist von Bedeutung. Der Krieg sei immer schon eng mit dem Wetter verbunden gewesen, schreibt Frau von Werlhof. Sie berichtet dabei übrigens von verschiedenen Rednern im Folgenden. Hier geht es um den Film erstmal. Daher stamme das Interesse an der Wettermanipulation. Dabei seien nun wir alle der Feind in Anführungsstrichen. Das Wetter gilt als Multiplikator der eingesetzten Kräfte, sagt die US Air Force im Übrigen. Hurricanes könnten als geführte Waffe eingesetzt werden, desgleichen die Möglichkeit der Beeinflussung des Jetstreams in der Atmosphäre. Ernten könnten zerstört werden. Ganze Ernten können zerstört werden. Der beste heimliche Krieg, in Anführungsstrichen, ist der mit der Umwelt, schreibt Nick Begich, der eins der ersten Bücher über HAARP geschrieben hat. Das hieß Angels Don't Play This HAARP. Auf Deutsch weiß ich es jetzt nicht ganz genau. Gut, ich hoffe, der Empfang wird sich noch verbessern. HAARP, keine Engelshafen, schreibt jemand. Dankeschön, wunderbar. Gut, Empfang ist wieder mal teilweise gut, teilweise schlecht. Es tut mir leid. Mein Signal, das hier rausgeht, sagt perfekt. Also hoffen wir, dass sich das verbessert. Wie gesagt, der beste heimliche Krieg ist der mit der Umwelt. Die EnMOT-Konvention der UNO aus dem Jahre 1977 habe bereits gewarnt vor dem kleinen Input mit dem großen Output, wenn die Naturkräfte benutzt werden. Das heißt, dieser Bericht, EnMOT, man kann das auch nachschauen im Internet, ist eine sehr spannende Sache. 1977 wurde schon gewarnt vor den Folgen der Wettermanipulation und es wurde in der Konvention auch geschrieben, dass Wettermanipulation niemals Teil der Kriegswaffen sein dürfte.
Frau Dr. Werloff schreibt weiter, es gehe auch um die Kontrolle des Marktes. 80% der US-Wirtschaft sei wetterabhängig und es gäbe bereits sogenannte Wetterderivate, also würde mit dem Wetter, das heißt den Technologien zu seiner Beeinflussung, bereits heute an der Börse gehandelt. Das muss man sich vorstellen. Es gibt Wetterderivate, auf die gewettet wird. Wettertechnologien seien eine neue Möglichkeit für Investoren, höhere Profite bei steigenden Nahrungsmittelpreisen einzufahren. Wetter wird also verändert, damit jemand damit Profit macht. Wer hätte das gedacht? Und weiter zum Zusammenhang von HAARP und Chemtrails. Durch die Aufheizung der Ionosphäre könne man den Luftdruck ändern. Bei ruhigem Hochdruckwetter sei das Ausbringen von Aerosolen per Chemtrails am günstigsten. Das heißt, dieses Zusammenspiel HAARP und Chemtrails, wie vorhin schon mal angesprochen, funktioniert hervorragend. Mit HAARP wird die Ionosphäre aufgeheizt, der Luftdruck wird verändert und dadurch ist das Ausbringen dieser Stoffe, dieser Chemtrails, begünstigt. Jetzt kommt was Spannendes. Der Spekulant George Soros, einer der größten der Welt, also Spekulanten meine ich jetzt, habe bereits eine Menge Farmland in den USA dort gekauft, wo die Kleinbauern jetzt aufgeben. Kleinbauern geben auf, Mr. George Soros, einer der reichsten Männer der Welt, kauft dann zu einem Spottpreis das Land. Und die Biobauern klagen, dass die Nahrung nicht mehr so gesund sei, nicht mehr so gut schmecke und anders aussehe. Ihre Produktion in den USA sei um 60% gesunken. Es gebe kein stabiles Mikroklima mehr. Es wachse weniger und immer mehr Pilze befallen die Pflanzen. Dies sei die Folge des abiotischen Stresses, etwa durch Überflutungen und Dürren, sowie die sinkende Bodenqualität. Und jetzt kommt noch was, das ist ein echter Hammer. Schon habe die Firma Monsanto 90% des Saatguts unter Kontrolle. Das wussten wir. Habe ein aluminiumresistentes Saatgut entwickelt und verkaufe wegen des abiotischen Stresses immer mehr. Das heißt, die Firma Monsanto, der sowieso das meiste Saatgut schon gehört, das zum Teil ja auch genauso gestaltet wird, nämlich als Hybrid, dass man es nicht weiter verwenden kann und nicht selber seine eigenen Pflanzen ziehen kann. Zudem gibt es ja noch Patente darauf und so weiter. Monsanto hat ein aluminiumresistentes Saatgut entwickelt. Warum? Fragen wir uns, wenn wir wissen, dass so viel Aluminium in die Atmosphäre ausgebracht wird über die Chemtrails. Man könnte da ja einen Zusammenhang vermuten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So, die Frage von Einhorn, kann man dann mehr Energie aus der Ionosphäre empfangen mit der Antenne, die Tesla erfunden hat? Na gut, das ist eine andere Frage. Wenn wir Tesla-Technologie voraussetzen, also nicht hertzianische Technologie, dann vergrößert sich die Energie ohnehin mit größerem Abstand von der Quelle. Also da ist das Aufheizen der Atmosphäre, der Ionosphäre, überhaupt nicht notwendig. So, man muss noch wissen, dass der Mittelwesten der USA 40% des Weltgetreides produziert. Da, wo jetzt auch der Herr Soros, wie gesagt, sein Farmland kauft, den Kleinbauern abkauft. Und dort ist Wasser und Essen am meisten bedroht. Wir atmen Metalle ein, schreibt Frau Professor von Werlhof. Die Schöpfung wurde unter die Kontrolle der Konzerne gebracht. Puh. Ich weiß nicht, wer das wirklich will. Also ich zumindest nicht. 5 Tage vor den großen Stürmen in den USA habe es Chemtrail-Aktivitäten gegeben, heißt es weiter im Film, den ihr hier gleich nochmal seht. Ich gebe ihn euch nochmal im Mix auf den Schirm, wenn das funktioniert. Jawohl. Dieser Film ist es. Warum in aller Welt sind sie am Sprühen? 5 Tage vor den großen Stürmen, wie gesagt, habe es Chemtrail-Aktivitäten gegeben. Bill Gates, der große Menschenfreund, investiere eine Menge in Geoengineering, das die Erde zerstöre. Inzwischen hätten wir Wetter als Ware, einen Katastrophenkapitalismus, einen menschengemachten Klimawandel. Wetterkontrolle bedeutet Kontrolle des Planeten. So heißt es weiter im Film und wird von Frau Professor von Werloff hier entsprechend berichtet. Ja, das zu dem Film. Den Link seht ihr weiter oben, wie gesagt. Und das ist der Link zu Nmod, ja, das Dankeschön dafür, Lil, der ist ganz wichtig.
Frau Professor von Werlhof, um das nochmal reinzugeben für diejenigen, die später gekommen sind, ich zeige es euch nochmal. Die planetare Bewegung für Mutter Erde braucht dringend unsere Unterstützung. Frau Professor von Werlhof arbeitet mit einigen Getreuen daran, diese Aktivitäten wie Geoengineering denen Einhalt zu gebieten. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die unterstützenswert ist. So, damit endet der Bericht über den Film. Es geht weiter am 9.4., am nächsten Tag, am Samstag. Von 9 bis 11 Uhr gab es in dem gleichen Saal wie am Abend zuvor im Europaparlament in Brüssel eine Roundtable-Diskussion unter dem Vorsitz einer Europaparlamentarierin. Das Programm wurde vorher mehrmals geändert. Am Ende standen 19 Kurzvorträge auf dem Papier, von denen 12 gehalten wurden, schreibt Frau Werlhof. Da sich zwei Grünen-Politiker zusätzlich unter die Vortragenden gemischt hatten, wurde die Zeit knapp. Dummerweise fiel dadurch der Schlussbeitrag von Frau von Werlhof dem der mangelnden Zeit zum Opfer. Sie schreibt, das war aber nicht schlimm, das war nicht so schlimm, weil die Beiträge der Vorredner und Vorrednerinnen im Wesentlichen ganz ausgezeichnet und engagiert waren, sodass inhaltlich eigentlich nichts fehlte. Es sei denn, jetzt kommt's, eine Analyse der Militäralchemie. Militäralchemie. Das sollte man mal im Internet nachgucken. Dazu steht leider nichts in dem Bericht, aber ich werde da dranbleiben und werde mal bei Frau Professor von Werlhof nachfragen, ob sie weitere Informationen dazu hat. Gut, aber die wäre an dieser Stelle, sagt sie, ohnehin noch nicht möglich gewesen. In der Tat hat die Sitzung des Europaparlaments von 1999 keine Folgen gehabt. Da gab es schon die erste Sitzung zum Thema Geoengineering, weil die EU-Kommission, also die Kommission, die über die EU bestimmt, aber nicht demokratisch gewählt wurde, um das nochmal klar zu sagen, zumindest nicht von uns demokratisch gewählt wurde, also vom Volk, mit dem Hinweis auf den militärischen Charakter von HAARP ihre Nichtzuständigkeit erklärt hatte. Das ist insofern interessant, als ja seitens dieser Radaranlage in Alaska, also sogenannte Radaranlage, von der aus seit den 90er Jahren Experimente mit elektromagnetischen Waffen in der Ionosphäre unternommen werden, immer behauptet wird, vor allem ein ziviles Forschungsprojekt zu sein. Also ein ziviles Forschungsprojekt, das im Jahre 1999 angeprangert wurde, und dessen Experimente angeprangert wurden. Da konnte die EU-Kommission nicht eingreifen, weil es angeblich militärischen Charakter habe. Aber es wird behauptet, es sei ein ziviles Forschungsprojekt. Passt irgendwie nicht ganz zusammen. Da schreibt Frau von Werlhof, da war also eine Katze aus dem Sack gelassen worden. Jawohl, da haben wir es. Aber bei der Sitzung jetzt, heute, 14 Jahre später, Anfang April dieses Monats, ging ohnehin niemand mehr von einem irgendwie friedlichen und zivilen Charakter dessen aus, was wir zumindest selber beobachten können. Zum Beispiel die sogenannten Chemtrails, also Chemiespuren am Himmel, übrigens eine Bezeichnung, die vom Militär selbst stammt. Die Berichte und Vorträge am 9. April ließen keinen Zweifel offen. Es begann mit der Geschichte der Entwicklung und des Einsatzes von Wetterwaffen, etwa im Vietnamkrieg, die heute zusammenfassend als Geoengineering bezeichnet werden. Dieses sei eindeutig eine militärische Wissenschaft, die nicht das Geringste mit dem Klima als solchem zu tun habe. So hatte zu Beginn ein Grünen-Politiker, das war ein Herr Schulz, also zu Beginn der Konferenz jetzt im April, noch die von den Medien verbreitete und fast überall geglaubte These zitiert, Geoengineering sei zur Rettung des Planeten vor dem Klimakollaps da. Wenn ihr euch den Film anschaut auf YouTube, ich bringe ihn hier nochmal ganz kurz rein, dann werdet ihr am Anfang dazu einiges hören. Ihr werdet hören, wie Wissenschaftler das Geoengineering rechtfertigen und uns erklären, warum wir das unbedingt brauchen. Gut, im Laufe des Berichtes heute Abend werden wir sehen, dass wir das nicht unbedingt brauchen. Im Gegenteil. Indessen gehen die Militärs ja selbst gar nicht davon aus, schreibt Frau von Werlhof weiter, dass es überhaupt einen Klimawandel gibt. Das wissen wir aus dem Buch von Rosalie Bertell, Kriegswaffe Planet Erde, auf das wir auch nochmal später zurückkommen werden. Und zwar wird es dort zitiert von einem Herrn Hamilton. Das kann man im Buch nachlesen.
sondern das, was wir als Klimawandel bezeichnen, sind die Wirkungen der immer mehr zunehmenden Wettermanipulationen und Eingriffe ins Erdgeschehen mittels Geoengineering, insbesondere durch die habähnlichen Anlagen, die es inzwischen in aller Welt gibt. Da haben wir jetzt, das war ein Zitat oder ein Bezug auf das Buch Kriegswaffe Planet Erde von Rosalie Bertell. Dazu gab es einen Bericht über eine neue derartige Anlage, MUOS, 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 die zurzeit in Sizilien entsteht und sich als NATO-Basis außerhalb der Kontrolle des italienischen Staates befindet. Hier gehe es, also in Sizilien, gehe es um eine Intensivierung aller derartigen Aktivitäten mit elektromagnetischen Wellen sowie um die Errichtung von strategischen Stationen in Verbindung mit den Satellitensystemen. Da haben wir wieder mal einen Bezug zwischen dem, was auf der Erde passiert, also sprich HAARP und ähnliche Anlagen, wie hier auf Sizilien, und den Satellitensystemen. Es ist ein großer militärisch-industrieller Komplex, mit dem wir hier zu tun haben. Frau Professor von Werloff schreibt weiter: Chemtrails, die im Zusammenhang mit HAARP-ähnlichen Aktivitäten zu sehen sind, zum Beispiel als Leiter von elektromagnetischen Wellen, werden aber auch von zivilen Flugzeugen versprüht, wie Fotos von Billigfluglinien wie Ryanair, EasyJet und Air Berlin zeigen. Ja, sollte man sich vergegenwärtigen, bevor man ein Flugzeug besteigt. Billigfluglinien werden sicher nicht als einzige dazu genutzt, Chemtrails in die Luft zu bringen. Es wurde gefragt, schreibt sie weiter, warum mit Chemtrails auch Polymere abgeworfen würden, die das Leben direkt gefährden und welche Folgen die Verdunkelung des Himmels für die Photosynthese, den Wasserkreislauf und die Nahrung habe. Wichtige Fragen. Die Konsequenzen für unsere Ernährung bei Besprühung der Luft, des Wassers und des Bodens mit Aluminium, Barium und Strontium, die schon überall nachgewiesenen Bestandteile von Chemtrails sind Mangelerscheinungen, die die Gesundheitsrisiken erhöhen und vom Körper nicht abgebaut oder umgewandelt werden können. Also nochmal, um es auf der Zunge sich zergehen zu lassen. Wenn unsere Luft, unser Wasser und unser Boden ständig mit Aluminium, Barium und Strontium besprüht werden und diese Bestandteile der Chemtrails sind überall auf der Welt nachgewiesen worden, und zwar teilweise in x-tausendfach erhöhter Dosis des erlaubten Wertes, der sowieso schon fraglich ist, aber immer noch x-tausendfach erhöht. Die Folgen davon sind Mangelerscheinungen, die die Gesundheitsrisiken erhöhen und vom Körper nicht abgebaut oder umgewandelt werden können. Schlimmer noch, als Nanopartikel gehen sie in alle Organe, inklusive des Gehirns, und können Krebs verursachen. Es gäbe auch Synergieeffekte zwischen Barium und Aluminium. Aluminium mache uns zudem erreichbar für HAARP-Aktivitäten. Also es gibt sowohl Synergieeffekte zwischen Barium und Aluminium, und das Aluminium macht uns, wenn es im Körper ist, erreichbar für die HAARP-Aktivitäten, also Aktivitäten mit elektromagnetischen Wellen, mit denen wir direkt beeinflusst werden sollen. Und jetzt schreibt Frau Professor von Werloff den Schlüsselsatz dazu: Dadurch gibt es eine reale Basis für Mind Control durch elektromagnetische Wellen. Das heißt, die Basis für Bewusstseinskontrolle liegt genau hier. Nicht, dass das Aluminium alleine notwendig wäre, aber es hilft. Eine Kumulierung solcher Stoffe im Körper könne unsere Intelligenz bis zu 15% vernichten. Krankheiten wie Morgellons durch Polymere seien im Vormarsch. Übrigens waren zwei Opfer davon bei der Konferenz anwesend, würden aber bisher medizinisch nicht als solche erkannt, sondern gelten als Geistesstörung. Klar. Das heimliche Versprühen von toxischen Stoffen sollte um jeden Preis verhindert werden, wurde auf der Konferenz gesagt, denn es betrifft auch unsere Nachkommen. Natürlich, das bleibt im Boden, das wird gespeichert, das hat zum Teil Verfallszeiten von mehreren tausend Jahren. Und natürlich schädigt das noch unsere Nachkommen auf viele, viele Generationen. Aber,
schreibt sie, you don't know that you don't know. Du weißt gar nicht, dass du es nicht weißt, weil die Information darüber überhaupt nicht in der Welt ist, was sich hoffentlich jetzt immer stärker ändern wird. Ja, finde ich auch, das ist ein Angriff auf die Menschenrechte und dazu kommen wir auch gleich noch. Nämlich genau jetzt. Es sei eine neue Form oder es seien neue Formen des Staatsterrors und der Kriminalisierung bei Naturkatastrophen zu beobachten, sagte einer der Redner auf der Konferenz. Und das Geoengineering komme zu allen sonstigen Problemen wie Bodenerosion, der Chemie in der Landwirtschaft, der Abholzung und den Folgen atomarer Verstrahlung noch hinzu. Es wurde gefordert, dass sich das Europaparlament mit diesen Fragen befasst, denn unsere Bürgerrechte als Europäer und Europäerinnen würden verletzt. Genau da sind wir. Es gäbe schließlich die Europäische Charta und die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen. Wir haben eine Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen. Die Frage ist nur, wer fällt darunter? Wer ist eigentlich ein Mensch, der sich auf diese Rechte berufen kann? Okay, das Thema hatten wir schon mal kurz angeschnitten. Darauf, werde ich mit Sicherheit in späteren Sendungen noch eingehen. Das ist einer der Knackpunkte. Wir müssen unsere Menschenrechte selbst wieder einfordern als Menschen. Gut, aber das, wie gesagt, machen wir zu einer anderen, in einer anderen Sendung, zu einem anderen Zeitpunkt. Auch über die Kontrolle, über die demokratische Kontrolle militärischer Forschung müsse nachgedacht werden, wurde gesagt. Gut, das ist ein frommer Wunsch. Demokratische Kontrolle über militärische Experimente. Meine Güte, wenn das mal seit 100 Jahren funktioniert hätte oder noch länger, dann wären wir in einer anderen Welt. Gut, zum Abschluss wurde der 9. April zum European Citizens Day erklärt, also zum Europäischen Bürgertag. Und 2013 sei das Jahr der Luft über Europa. Ja, und die wird langsam dünn, würde ich sagen, in vieler Hinsicht. Es geht weiter in dem Bericht von Frau Professor Dr. Claudia von Werlhof. Sie schreibt, nach dieser Sitzung wechselten wir den Saal für eine geplante Pressekonferenz. Jetzt haben wir also eine Konferenz zum Thema Geoengineering, das jeden einzelnen Menschen auf der Welt betrifft. Jeden. Ohne Ausnahme. Auch Journalisten. Wie zu erwarten, schreibt sie, war keine Presse anwesend, außer denen in der Gruppe, die selber Journalisten waren. Kein einziger Pressevertreter war dort. Es ist unglaublich. Der Filmemacher Murphy, von dem wir vorhin schon sprachen, der diesen Film gemacht hat, Warum in aller Welt sind Sie am Sprühen, aus den USA, fand, wir müssten uns die Macht der Presse selber zurückholen. Klar, wir haben Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeiten über das Internet zum Beispiel. Das Geoengineering gehe unvermindert weiter. Die Sonne würde abgeblockt. Es komme zu einer sprunghaft ansteigenden Nahrungsmittelkrise. 35% der Urwälder seien bereits geschädigt. 35%, ein Drittel, mehr als ein Drittel der Urwälder seien jetzt bereits geschädigt, sagt Murphy. Und es stürben 1000 Kinder pro Stunde aufgrund dieser Programme. Wenn dich bisher noch nichts zum Handeln getrieben hat, dann vielleicht das. Stündlich sterben 1000 Kinder aufgrund dieser Programme. Mir fehlen die Worte. Es ging weiter auf der Pressekonferenz, die eigentlich keine war. Der wissenschaftliche Beweis für die Durchführung der Geoengineering-Programme wird gesammelt. Das wird weltweit mittlerweile getan. Es gehe aber nicht um ein rein akademisches Problem, wie es die zivilen Geoingenieure diskutieren, sondern um ein reales Problem, das alles betrifft. Es ist kein akademisches Problem, über das man sich austauschen kann und über das man unterschiedlicher Meinung sein kann. Es ist ein reales Problem, das alles betrifft. Jeden einzelnen Menschen, jedes einzelne Lebewesen auf diesem Planeten. Und den Planeten selbst als Lebewesen natürlich auch. Biologisch ist alles nachweisbar. Es handele sich um eine reale Verschwörung am Himmel, sagte einer der Redner auf der Konferenz. Eine reale Verschwörung am Himmel. Das ist keine Verschwörungstheorie. Hier geht es um reale
Experimente, die mit uns gemacht werden. Und daher solle die EU die Verantwortung dafür übernehmen. Na gut, wer ist denn die EU? Wen kann man denn da bitten, die Verantwortung zu übernehmen? Diejenigen, die Politikdarsteller, die wir aus dem Fernsehen kennen, sind es bestimmt nicht, die Verantwortung übernehmen können. Wenn jemand Verantwortung übernimmt, heißt das in der Regel in der Politik, er tritt zurück. Das bedeutet Verantwortung übernehmen. Was hilft uns das? Also nur mal als kleiner Sidekick, wenn jemand zurücktritt, weil er hier in Bayern seine Frau über Jahre als Fraktionsvorsitzender und sonstiger Parteisoldat angestellt hat und ihr mit Staatsgeldern das Gehalt finanziert hat, dann tritt er zurück, nachdem er seiner Frau über die Jahre Hunderttausende an Gehältern bezahlt hat und durch das Zurücktreten hat er die Verantwortung übernommen. Klar, weil die Verantwortung nicht bedeutet die Haftung. Wenn er in die Haftung genommen würde, würde die Sache anders aussehen. Gibt's aber nicht bei uns in Deutschland. Österreich und der Schweiz wahrscheinlich auch nicht, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nirgends auf der Welt. Politiker treten zurück und damit haben sie die Verantwortung übernommen. Gratuliere. Es geht weiter. Die Täter handelten außerdem ohne eine Ahnung von der Komplexität des Ökosystems. Ja, es sind ja auch Militärs und keine Biologen. Und wenn es Biologen sind, dann Gnade ihnen Gott. Es solle nun ein Komitee gebildet werden, das mit hochwissenschaftlichen Methoden und Leuten arbeite, die nicht politisch kompromittiert seien. Wen kann man denn da finden? Frage ich mich gerade mal so. Na gut, hoffen wir, es gibt welche. Frau von Werlhoff schlug dann zum Schluss noch eine Veröffentlichung der Beiträge als Gründungsdokument einer neuen internationalen Bewegung gegen Geoengineering und eine Kampagne gegen die geotechnische Verhinderung des Frühlings 2013 in Europa vor. Gut, eine Bewegung gegen das Geoengineering oder eine Kampagne gegen die geotechnische Verhinderung des Frühlings. Man mag jetzt dazu stehen, wie man möchte, gegen etwas zu sein oder für etwas zu sein. In dem Fall ist es schwierig, es so zu formulieren, dass man dafür ist. Man könnte sagen, wir sind für einen freien Himmel ohne geotechnische Veränderungen, für einen freien Himmel gegen Geoengineering, für eine freie Erde gegen Geoengineering. Sicher, man könnte es auf diese Weise formulieren. Denn, schreibt sie, dieses Frühlingstöten habe ich aus eigener Anschauung mitbekommen bei meinem Billigflug, hoffentlich ohne Chemtrails, schreibt sie, von München über Kopenhagen nach Brüssel am 8.4. Ich meine, ein Billigflug führt oftmals geht oftmals seltsame Wege, um nach Brüssel zu gelangen. Das von München aus Luftlinie, ich schätze jetzt mal 700 Kilometer oder 600 Kilometer in nordwestlicher Richtung liegt, wahrscheinlich West-West-Nord oder sowas, muss man von München nach Kopenhagen fliegen. Das sind grob gesagt 1400 Kilometer, um dann wieder 1000 Kilometer zurückzufliegen nach Brüssel. Also gut. Das sollte, glaube ich, in Zukunft mal bedacht werden beim Buchen von Billigfliegern. Trotzdem ist es wichtig, was dabei rausgekommen ist. Nämlich in ihrem Flug über Festland Europa, den dunklen Kontinent des Frühjahrs 2013, wie sie hier schreibt, geschah Folgendes. Wir fliegen in Richtung der dicken, schmutzig weißen Decke, die seit Wochen von Spanien bis Moskau über ganz Europa lastet. Und womöglich ein militärisches Großexperiment mit der bzw. zum Schaden der europäischen Landwirtschaft darstellt. Dicht darunter sehe ich bereits die Chemtrails, die in dichten Schwaden zusammenhängend diese Decke bilden. Dann fliegen wir hinein in diese einige hundert Meter bis ein Kilometer hohe Schicht. Neben mir sind einzelne Chemtrails zum Greifen nahe. Wir fliegen parallel zu ihnen. Das sind keine Kondensstreifen. Das geht aus diesem Bericht, glaube ich, klar hervor. Ein Flugzeug, das gerade quer zu uns geflogen war, hatte einen graubraunen Chemtrail hinter sich gelassen und wir fliegen genau durch diesen hindurch. Jetzt kommt's. In dem Moment erzittert und kracht das ganze Flugzeug. Welchen Beweis braucht es da noch, dass es sich bei Chemtrails nicht um Contrails, also Kondensstreifen, handelt?
Ich spreche die Stewardess an, schreibt Frau von Werlhof. Sie hat keine Ahnung. Später gesellt sich eine weitere Stewardess dazu. Ich erkläre Ihnen, um was es geht. Wie gefährlich dies alles für Menschen, Tiere und Pflanzen auf, unter oder über der Erde ist und dass ich gerade auf dem Weg zu einer Sitzung zu diesem Thema im Europäischen Parlament in Brüssel sei. Die beiden gehen ganz aufgeregt, um den Kapitän zu informieren. Der hatte bei dem Rums am Boden angerufen, um nachzufragen. Was weiß ich, was der gedacht hat. Angeblich hat er das Wort Chemtrail aber noch nie gehört. Gut, er sieht es täglich vor sich, da muss er es nicht gehört haben. Dann fliegen wir über der weißlichen Schicht. Sie sieht aus wie ein Meer. Am Horizont sind weitere Flugzeuge mit dicken, braunen Chemtrails zu sehen, die wie Schiffe durch die weißlichen Fluten kreuzen. Mir wird übel bei diesem Anblick, schreibt sie. Als wir wieder im Sinkflug sind, sehe ich zum Boden hin manchmal eine Lücke. Sie ist gefüllt mit einer gräulichen Masse, die wie ein düsteres Leichentuch über dem Land liegt. Undeutlich sind am Boden noch Schneeflächen über Norddeutschland zu sehen, denn der Winter hatte wegen der Chemtrails nicht aufgehört. Anfang April in Norddeutschland, ich meine Schnee in Norddeutschland überhaupt, das kommt ab und zu mal vor, aber die Leute ziehen meistens nicht mal Winterreifen auf. Aber der Winter hatte, wie gesagt, wegen der Chemtrails nicht aufgehört, schreibt Frau von Werlhof. Als wir den dänischen Luftraum erreichen, ist der Spuk vorbei. In Kopenhagen strahlt die Sonne vom knallblauen Himmel. Beim Verlassen des Flugzeugs gebe ich der Stewardess meine Visitenkarte. Heute, wo ich diesen Bericht beende, am 17.04. war das, ist zwar der Frühling eingekehrt und es ist endlich warm. Aber wieder wird der Himmel vollständig zugesprüht und die Sonne ist nur mehr indirekt zu erkennen. Das Licht bleich. Das Experiment ist also noch nicht zu Ende. Damit endet der Bericht von Frau Professor Werlhof und mit Hinweis darauf, dass ein weiterer Teilnehmer der Konferenz Herr Altnickel war, Werner Altnickel. Das ist seine Seite, chemtrail.de. Ich habe sie ganz oben auch als Link angeführt und da könnt ihr euch weiter informieren. Ich möchte euch bitten, diese Seite chemtrail.de, die Seite Planetare Bewegung für Mutter Erde, pbmeonline.org, findet ihr auch unter den Links ganz oben. Und die Seite, die YouTube-Seite mit dem Film, Warum in aller Welt sind Sie am Sprühen? Es ist ein englischer Film, der übersetzt wurde. Und von Alexander Benesch im Übrigen, dankenswerterweise, der das auch spricht auf Deutsch. Ihr findet in dem Film, in den beiden Teilen des Filmes oder in den verschiedenen Teilen des Filmes, ist manchmal auch in mehrere Teile aufgeteilt, findet ihr die Informationen zu den Chemtrails. Ich möchte euch herzlich bitten, schaut euch das an. Es ist ein Thema, wie es brisanter nicht sein könnte. Nicht nur, dass die Erde, Mutter Erde, unendlich belastet wird. Jeder Einzelne wird belastet. Wir atmen diese Metalle, diese Gifte, Barium, Strontium, Aluminium ein. Und zwar fast täglich. Abhängig davon, wo ihr wohnt. Wir hier im oberbayerischen Raum kennen den blauen Himmel fast überhaupt nicht mehr. Das ist meistens eine milchig-weiße, bläuliche Soße, die wir beim Blick nach oben sehen. Und jeder kann das nachprüfen. Und schaut euch die Chemtrails an. Versucht für euch selbst herauszufinden, was der Unterschied zwischen einem Chemtrail und einem Contrail, also einem normalen Kondensstreifen ist. Schaut euch das genau an. Es ist wunderschön zu beobachten, wie ein Kondensstreifen sich verhält. Seit Jahren macht er das immer gleich. Er kommt raus aus dem Flugzeug, er entsteht und dann langsam löst er sich wieder auf. Chemtrails kommen raus, entstehen und bleiben. Und dann breiten sie sich aus, lösen sich langsam auf und werden zu einer Schicht. Das ist leicht zu beobachten, das könnt ihr jeder selbst mit eigenen Augen betrachten. Ja, damit, jetzt schaue ich mir nochmal die Kommentare an. Ja, Cloudbuster schreibt das sprachlose Einhorn. Die Cloudbuster sind bei Wolken einsetzbar, ja. Allerdings
handelt es sich hier um Metalle und Gifte, die in der Atmosphäre verteilt werden. Da würde ich erstmal so auf Anhieb bezweifeln, dass Cloudbuster was ausrichten können. Allerdings will ich nicht ausschließen, dass es modifizierte Cloudbuster geben kann in der Zukunft, die auch da was tun könnten. Also Erfinder an die Front. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Wer weiß. Ich halte erstmal alles für möglich, grundsätzlich. Gut. Dann, wir im Ruhrgebiet kennen die Sonne auch nicht mehr. Ja, schade. Das ist leider, leider mittlerweile überall so. Den blauen Himmel in Oberfranken würde ich gerne mal sehen im Vergleich zu dem blauen Himmel von vor 30 Jahren, ob der auch noch genauso blau ist wie damals. Ihr habt Infozettel verteilt, wunderbar, aber die Menschen haben Angst vor der Wahrheit. Gut, guter Hinweis, die Menschen haben Angst vor der Wahrheit. Ja, die Menschen haben erstmal Angst vor der Wahrheit. Außerdem ist es auch so, dass natürlich eher das geglaubt wird, was die Masse der Menschheit noch behauptet. Das ist auch ein soziologisches Phänomen, ist auch nachzulesen. Nur je mehr wir werden und je mehr wir diese Informationen verteilen und verbreiten, übers Internet, über E-Mails, über Gespräche, desto größer wird das Bewusstsein dafür, ähnlich wie bei der freien Energie. Wir werden über dieses Thema Geoengineering übrigens auch im Rahmen des Ereignishorizonts sprechen. Frau Professor von Werlhof wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch persönlich anwesend sein mit einem Infostand der planetaren Bewegung für Mutter Erde. Sie wird, wenn alles klappt, auch bei der Podiumsdiskussion mitmachen und zwischendurch ein paar Worte sagen, um einfach auf die Dringlichkeit der Sache hinzuweisen. Schön, eine Petition wäre sinnvoll. Wunderbar, hey Flower, einfach machen. Macht, macht, macht. Information, Vernetzung, Verbindung. Schreibt Herrn Altnickel an, schreibt Frau von Werlhof an über die jeweiligen Webseiten. Die Vernetzung ist das A und O. Kräfte bündeln ist das A und O auf allen Gebieten. Wie gesagt, auch am 7. September in Heidenheim im Rahmen des Ereignishorizonts wird es Thema sein, zusätzlich zu den anderen schon bekannten Themen. Wenn nicht, schaut bitte nach auf ereignishorizont-kongress.de. Altnickel. Moment, ich gebe noch mal kurz die Webseite. Da ist die Frage. Webseite ist hier. Ganz einfach www.chemtrail.de. Herr Werner Altnickel, ihr habt ihn hier, seinen Namen jetzt hier auf dem Schirm. Gut, damit habe ich heute ein bisschen überzogen, aber ich glaube, es war es wert und die Information muss in die Welt. Ich danke euch für eure Hilfe dabei. Danke euch für eure Aufmerksamkeit heute, für eure Zeit, die ihr aufgewendet habt. Freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen und kann auch schon hinweisen auf den 9. Mai nächste Woche. Da werden Lil an Eden und ich Herrn Brakenhagen bei Time to Do ein Interview geben zum Thema Ereignishorizont, zum Kongress und werden in einer knappen Stunde dort viele Informationen zum Kongress weitergeben und ihr könnt da live dabei sein, 20 Uhr, timetodo.ch am 9. Mai, das ist Christi Himmelfahrt, ein wunderschöner Tag dafür, finde ich. Ja, vielen Dank für euren Zuspruch, vielen Dank für all die lieben Zeilen, die ihr schreibt und für die vielen Smileys. Ich freue mich. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Alles Gute. Bleibt weiter mit dran. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam schaffen wir es. Und gemeinsam werden wir diese Zeit, diese dunkle Zeit, die auch durch die Chemtrails dunkel gemacht wird, wieder in eine helle umwandeln. Danke. Alles Gute, alles Liebe.